Willkommen zur Presseschau, wo wir einige der größten Geschichten der Welt erörtern, damit Sie nichts versäumen. Acht Menschen kamen ums Leben, als ein Lkw-Fahrer Menschen auf einem Fahrradweg in Lower Manhattan, New York, überfuhr. Ein 29-jähriger, angeblich usbekischer Abstammung, wurde am Tatort verhaftet. Unter den Getöteten waren fünf Freunde aus Argentinien, die ein Abschlussjubiläum feierten. Präsident Trump griff zu Twitter, um den Angriff zu verurteilen und eine Verstärkung seines extremen Überprüfungsprogramms anzukündigen. Erinnert sich jemand an dieses Video, in dem eine Krankenschwester aus Utah verhaftet wird? Die Krankenschwester Alex Wubbles hat nach langwierigen Gesprächen mit Salt Lake City eine Abfindungsvereinbarung über $500.000 erreicht. Zusätzlich wurde der verantwortliche Offizier nach einer internen Untersuchung entlassen und sein Vorgesetzter abgestuft. Beide Beamten haben Appellationen beantragt. Kevin Spacey und Netflix werden weiterhin angeklagt. Deshalb ist die Produktion der sechsten Saison des Kartenhauses eingestellt. Spacey, der Hauptdarsteller und Direktor der Show, wurde wegen sexueller Belästigung eines 14-Jährigen beschuldigt. Die Produzenten bestätigten, dass dies die letzte Serie der erfolgreichen Fernsehshow sein wird, aber es steht nicht sicher, ob sie überhaupt abgeschlossen wird. Und schließlich hat der Papst angekündigt, dass er beim Beten manchmal etwas schläfrig wird. Er sagte, wenn ich bete, schlafe ich manchmal ein. Und versuchte dies durch das Beispiel einer Nonne aus dem 19. Jahrhundert zu rechtfertigen. Heilige Therese habe es auch getan. Wenn Sie auch beim Beten einschlafen, machen Sie sich keine Sorgen. Jetzt dürfen Sie es. Alles klar, das war's für heute. Auf Wiedersehen. Goodbye.